zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute basteln wir Box Nummer 2 für die Weihnachtstage. Ich habe mir eine richtig geile Box bei Pinterest rausgesucht. Die Dame hat zwar auch ein YouTube-Video gemacht, ich verlinke euch auch alles unten, aber die war einfach so schön, dass ich nicht dran vorbeigehen konnte. Ich zeige euch mal eben, um was es sich handelt. Es ist diese kleine rautenförmige Box. Und normalerweise sträubt es mich immer, wenn ich sowas sehe, weil ich denke, oh Gott, das ist bestimmt total anstrengend. Ey, abmessen, umdenken und. Aber Leute, ihr kennt mich. Wenn es so schwierig gewesen wäre, hätte ich euch das ganz bestimmt nicht gezeigt, sondern euch einfach nur auf Instagram diese Box verlinkt, nachdem ich eine davon gezaubert habe. Ich habe aber schon mehrere gemacht und es macht richtig viel Spaß. Ja, wie gesagt, es ist eine kleine rautenförmige Box mit einem Deckelchen, den man so abnehmen kann. Ich finde, sie ist auch einfach mal was anderes. Ne? Sieht richtig edel aus, so als hätte man es drauf. So richtig on point, ne? Wie man das so schön sagt. Ja, ich habe verwendet ein paar Schneeflocken, weil ich dieses zauberschöne Papier von Simple Stories nicht verdecken wollte. Das sind diese kleinen Pinguine. Und guck mal hier, die ganze kleine Pinguinreihe, die lacht einen schon an. Bitte, wie lustig das ist. Dieses Papier ist der absolute Burner. Ich habe das Danny Poise Monats-Dezember-Kit gewonnen, weil mich jemand bei Instagram da unter diesem Post verlinkt hatte. Und da war das dabei. Fand ich richtig geil. Danke nochmal an der Stelle. Ja, ich habe noch nie was gewonnen. Doch, ich habe einmal was gewonnen. Und zwar bei so einem Tankstellenausschreiben. Da gab es dann so ein kleines Sparschwein. Und ich habe auch mal bei Instagram was gewonnen. Das ist allerdings auch schon 2 Jahre her. Ich habe es noch nie gekriegt. Das ist verloren gegangen. Ich glaube, das war mehr so... Leute, wenn ihr mir folgt, dann könnt ihr was gewinnen, aber eigentlich verschenke ich, eigentlich habe ich nichts zum Verschenken, also folgt mir einfach so, wisst ihr, was ich meine? Also da habe ich nichts gekriegt. So, also nur das Sparschwein und dann jetzt dieses Kit, was ich mir wahrscheinlich sonst auch nie gekauft hätte. Die Sachen sind zwar ganz schön, aber wie gesagt, also ich hätte es mir jetzt nicht selber ausgesucht, aber so zum Rumbasteln, was einem geschenkten Gaul, schaut man nicht ins Maul, Leute, ne? So, jetzt reicht aber mal. Ich würde sagen, wir starten und zwar mit den Maßangaben und dann starten wir auch direkt in die Macherei von dieser Box. Ist nämlich super schnell gemacht. Und los geht's! Für diese kleine Rautenbox benötigen wir 2 Stücke Papier. Zum einen habe ich mir für den Boxboden ein Stück schwarzen Kartstock rausgesucht und der misst 29 x 12 cm und ich habe ein Stück Designpapier, das misst 29 x 8 cm. Ansonsten brauchen wir im Anschluss noch ein bisschen Klimbim, um das Ganze zu dekorieren und dann sind wir auch schon fertig. Wir starten jetzt mit der Falzerei und hierfür nehme ich mir mein Fiskars Schneidebrett zur Hand, weil wir mit Zentimetern arbeiten und meine Falzbretter, die haben leider nur Inchangaben. Vielleicht bringt der Weihnachtsmann mir ja auch mal eins von Scorpal oder so, da wo Zentimeterangaben drauf sind. Ich muss das sagen, weil mein Mann guckt nämlich immer meine Videos ganz fleißig und man muss ihn immer mal wieder daran erinnern, ne? Also den Weihnachtsmann. So, ich nehme mir als allererstes den Boxboden vor und hierfür lege ich das Ganze mit der kurzen Seite hier oben an und falze einmal bei 6 cm. Dann drehe ich das Ganze auf die lange Seite und wir starten bei 7 cm. Ich falze jetzt immer von unten nach oben und zwar nur bis zu der Falzlinie. Einmal hier. Dann schiebe ich das Ganze weiter zu 14 cm. Einmal so. 21. Und zu guter Letzt bei 28. Hier. Auf der Oberseite müssen wir uns 2 kleine Markierungen setzen. Einmal bei 10,5. Und hierfür dötsche ich das Papier hier oben wirklich nur mal ganz kurz an, damit ich gleich weiß, ah, alles klar, da ist die Markierung. Dann schiebe ich es weiter zu 17,5. Das wäre einmal hier und auch hier. Dötsche ich das Ganze einfach nur mal kurz an. Das Schneideding lege ich kurz beiseite, denn wir müssen jetzt manuell falzen. Und zwar, das Ganze sollte so vor euch liegen, dass hier diese Mini-Klebelasche auf der rechten Seite liegt. Und jetzt verbinden wir diesen ersten Markierungsknubbel mit der ersten Falzlinie.
Also einfach das Lineal anlegen und diese beiden Punkte verbinden. So, und den zweiten Markierungsknubbel verbinden wir mit der zweiten Falzlinie. Einmal so. Das war's schon. Jetzt nehmen wir uns nochmal das Schneidebrett zur Hand, beziehungsweise das Falzgerät. Und jetzt lege ich das hier oben mit der kurzen Seite wieder an. Und zwar bei 7 cm. Und zwar so, dass der zu falzende Bereich der ist, wo wir die Querlinien gezogen haben. Also nicht hier unten, wo die kleinen Rechtecke entstanden sind, sondern auf der anderen Seite. Und jetzt ziehe ich die Falzlinie einmal von oben bis zur ersten Schrägfalz. Und das Gleiche mache ich auch von der Unterseite, also von unten bis zur geschrägten Falzlinie. Und das war es auch schon. Jetzt nehmen wir uns eine Schere zur Hand und wir müssen diese großen Bereiche hier einmal rausschneiden. Und das mache ich, indem ich auf der kurzen Seite an der jetzt gerade gezogenen Falzlinie entlang schneide, also die zweite in dem Fall, bis zu dem Querfalzding. Dann setze ich hier an der Seite an und schneide das Ganze raus und ziehe das aber durch bis zu dem Punkt, wo die Falzlinien sich hier unten treffen. Also das hier soll später freischweben quasi. Jetzt schneide ich die zweite Querfalz ein, auch bis zur zweiten Falzlinie. Und schneide mir hier dieses große Teil auch einmal raus, sodass nur diese nicht komplett durchgezogene Linie da noch vorhanden ist. Das könnt ihr behalten. Schwarzen Cardstock kann man immer gebrauchen, um Stempelsprüche oder irgendwas aufzukleben. So, jetzt müssen wir uns Klebelaschen schneiden. Ich starte jetzt hier auf der rechten Seite. Ich schräge hier diesen kleinen Balken einmal ein bisschen an und hier schneide ich ein kleines Dreieck raus. So dass, und ihr seht, jetzt haben wir hier unsere erste Klebelasche kreiert. Jetzt gehe ich hier hinten zur vorletzten Falz und verlängere die Falz quasi mit einem kleinen Minischnitt bis zu dem Punkt, wo der die Falzlinie hier trifft. Und jetzt schneide ich links und rechts an diesem Schnitt entlang und habe auch hier so ein kleines Dreieck. Und zu guter Letzt verlängere ich die Falz, die letzte, mit einem kleinen Schnitt. Und auch das schräge ich einen Ticken an. Und jetzt schräge ich nicht an der Seite an, sondern hier unten an der Seite. Seht ihr, dass wir hier quasi so eine Kante rausgeschnitten haben. Jetzt können wir die ganzen Falzlinien einmal nachziehen. Jetzt bringen wir auf den ganzen Klebelaschen, die wir uns jetzt zurechtgeschnitten haben, doppelseitiges Klebeband an. Insgesamt 4 Streifen Klebeband. So, jetzt drehe ich das Ganze zurück und klappe mir die Klebelaschen nach oben bzw. nach innen. Ich starte jetzt hier unten und zuppel mir hier die Schutzfolie von dem doppelseitigen Klebeband einmal ab. Ich persönlich finde das jetzt einfacher. Die Dame, von der ich die Anleitung habe, die fängt an der Seite an. Also die nimmt als erstes dieses Stück hier weg und klebt das erstmal. Oh, ich habe das gar nicht nachgezogen. Super, Janine. Und klebt dann erst so die Box zusammen und dann fummelt die hier unten den Boden irgendwie drauf. Aber das habe ich überhaupt nicht hinbekommen, deswegen starte ich so. Also ich nehme mir diese Seite, klappe das Ganze so nach unten. Und verbinde jetzt den Boden mit der Klebelasche. Und zwar sollte das Ganze schön Kante auf Kante liegen. So, hier an der Seite geht es weiter. Und zu guter Letzt noch hier das Stück. So. Jetzt klappe ich die innere Klebelasche ein. Fummel mir hier das Klebeband einmal ab. Das sieht zwar jetzt auch irgendwie ein bisschen kompliziert aus, aber wenn ihr das in der Hand habt, merkt ihr, dass es... Also ich fand es irgendwie einfacher. So, und jetzt verbinde ich die Seitenkante noch mit der Klebelasche. Und fertig ist euer Boxboden. So schnell ging das. Jetzt nehmen wir uns nochmal das Falzbrett zur Hand und wir falzen dieses Stück hier. Und das funktioniert jetzt im Endeffekt genauso. Also ich lege das zuallererst mit der kurzen Seite oben an und falze einmal bei 2 cm. So, jetzt drehe ich mir das Ganze
auf die lange Seite. Und ich habe hier unten, das erkennt ihr jetzt nicht, also ne, auf der Seite erkennt das auch nicht. Also ich habe auf jeden Fall hier auf der Unterseite diesen schmalen Bereich und oben habe ich den breiten Bereich. So, und jetzt starten wir mit der Falzerei. Einmal bei 7,1. Ich falze wieder von unten nach oben und zwar nur bis zur gerade gezogenen Falzlinie. Weiter geht's zu 14,2. Und zu guter Letzt bei 28,4. Das ist ja echt nur so ein kleines Mini-Ding, aber mehr braucht ihr auch später nicht. Und auf der Oberseite setze ich mir eine Markierung bei 10,65. Das wäre hier. Und bei 17,75. So, jetzt legen wir das nochmal kurz beiseite und verbinden jetzt den Markierungspunkt, den ich hier auf meinem Papier leider kaum erkennen kann. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Mit der ersten Falzlinie, da muss ich jetzt mal eben kurz meinen Gips rüber ins Dings halten hier, weil sonst treffe ich das nicht. Gut, wenn ihr jetzt so unifarbenes Papier habt, dann geht das wahrscheinlich ein bisschen besser. So. Einmal. Oh, das passt. Und so. Einmal. Ja, das ist aber jetzt auch mehr hier. Aber ich wollte das Papier halt einfach verwenden. Lass mal eben auf der Rückseite gucken, ob das auch lügt. Oh ja. So, jetzt nehmen wir dann nochmal das Falzbrett zur Hand. Wir falzen bei 3 cm auf der kurzen Seite einmal von oben bis zur gezogenen Querfalz und von unten bis zur gezogenen Querfalz. Ihr seht jetzt nur, wie ich Papier falze und das war's dann. Jetzt machen wir genau das gleiche wie beim Boxboden und zwar schneide ich hier einmal entlang der zweiten gezogenen Falzlinie bis zu dem Punkt, wo wir die Schräge treffen. Die Schräge, die schneide ich ein, aber bis zur einmal so. Hier genau das gleiche Spiel. So. Jetzt machen wir hier vorne eine Klebelasche aus diesen kleinen Streifen, die ich links und rechts quasi anschräge. Hier folge ich auch der Falzlinie von unten, schneide das obere Stück ein Stück ein und schneide mir jetzt hier ein Dreieck raus. Und das sehe ich gar nicht. Das muss ich mir jetzt erstmal kurz anfalzen und das hier auch einmal einschneiden. Rechts entlang und hier unten. So. Jetzt ziehen wir uns hier alle Falzlinien nach. Ja, also beim Designpapier brauchen wir nicht so viel Druck. Ich sehe gerade, an der einen Stelle habe ich mir das quasi durchgefalzt. Ja, aber wenn man vorher Cardstock im Falzgerät hatte, dann ist der Druck halt noch irgendwie da, ne? So. Ich klappe das Ganze wieder auf und bringe auf den drei unteren Klebelaschen ein bisschen Klebeband an und hier an der Seite auch. Alles wieder umdrehen, Schutzfolie abzuppeln und das Ganze hier mit dem Deckel verbinden. Fertig ist die kleine Rautenbox. Das Ganze sieht so aus. Ist das geil oder was? Ich finde, das ist eine richtig coole ich hab's richtig drauf Box. So, das Ganze muss jetzt nur noch dekoriert werden. Ich weiß, um ehrlich zu sein, noch gar nicht so wirklich, wie ich das dekoriere. So ihr Lieben, ich bin fertig und ihr seht, ich habe es ein klein wenig dekoriert und zwar mit ein paar
Schneeflocken, die ich ausgestanzt habe. Und hier unten habe ich einmal ein rotes Geschenkband drumherum geklebt und ein Stempel von Kreativdepot abgestempelt und ausgeschnitten und auch zusätzlich auf dieses grüne Schimmerpapier geklebt, damit es ein bisschen besser zur Geltung kommt. Das Ganze habe ich auf 3D-Schaumpads gesetzt, damit es ein bisschen erhabener wirkt. Und so, das war für mich die perfekte Lösung, dass ich nicht allzu viel von den kleinen Pinguinen bedecke. Ja, so sieht das Ganze aus. Ihr habt gesehen, wie man es macht. Ich würde sagen, lasst es knacken. Die ganzen Maßangaben, Materialien und findet ihr unten in der Infobox. Ich verlinke euch alles. Die Zentimeterangaben natürlich auch, damit ihr sofort starten könnt. Sollten sich irgendwelche Fragen ergeben, dann zögert nicht und sagt Bescheid. Und ansonsten, ja, dann würde ich sagen, viel Spaß beim Basteln und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Tschüss!